dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Es gibt halt gewisse Spielregeln und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich gehe kaputt darin. An was denkst du, wenn du Paris hörst? Wenn ich Paris höre, dann denke ich... Oh! Also um es auf hamburgerisch zu sagen, fischst du in bekannten Gewässern oder gehst du auch mal über den Fischmarkt? Das war mir auch gar nicht so bekannt, dass du hier so ein Man-Eater bist. Was? Ich bin kein gar nicht. Nein, bin ich nicht. Hey, aber komm, sorry, wenn ich mich mal outen darf, schnuckelig ist der ja schon. Ich bin so jemand, ich trinke und dann habe ich sofort Bock, mal ein Glas runter zu schmeißen. Einfach so. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Das ist ganz gut, oder? Um Himmels Willen, bitte. Oh. Erlöst uns. Meine heutige Laufpartnerin ist Schauspielerin und eine von Deutschlands Moderatorin des Jahrtausends, weil exakt 22 Jahre ist sie im Geschäft. Willkommen, oh Gott, du 22-jähriger Klon von Janine Uhlmann. Hallo, danke. Boah, das hört sich irgendwie krass an. Wie machst du das? Das können wir nicht wissen an dieser Stelle. Ich bin erstmal total schockiert, dass ich auf einem Laufband stehe. Das ist, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben. Wirklich? Wirklich. Oh, das ist bei mir. Ich freue mich sehr. Ey, wir schnacken nicht lang. Du musst gar nichts machen. Du musst nur laufen und dich festhalten und dann startet Chantal auch schon das Laufband. Hier passiert schon irgendwas. Ja. Mit Geräuschen und es geht eigentlich gleich. Oh mein Gott. Ah, jetzt, wow. Okay. Nein, du musst noch gar nicht. Ja, ich bin bereit. Ich bin so motiviert. Wie komme ich hier wieder runter, wenn das wirklich sehr schlimm wird? Keiner kommt zweimal, weißt du? Das tut mir auch jetzt schon leid, dass ich das dann auch absagen werde. Das nächste Mal. Okay, wir fangen an mit Speeddating. Oh geil, und ja. Ich würde dich super gerne Speeddaten üben. Aber ich tue dich auch das Speeddaten. Also, welches Erlebnis hat dich am tiefsten berührt? Viele Hochzeiten in meinem Leben. Oh, wie genau nimmst du es mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Wow. Also bei so Milchprodukten sehr genau, ansonsten gucke ich da gar nicht so richtig hin. Ja, wenn es schimmelt, halt nett, gell? Ja, dann, genau. Wofür dann bist du dankbar? Für das Leben, das ich führen darf, tatsächlich, das hätte man ja nicht so kommen sehen. Ich bin in so einem Plattenbau aufgewachsen, also hätte ich das niemals gedacht, dass ich jetzt hier neben dir stehe. Oh, wie toll. Ohne Laufband wäre es schöner, aber gut. Hallo? Ich merke schon, ich darf nicht so lange... Speed-Dating. Was hast du als letztes über dich gelernt? Dass ich geduldiger bin, als ich es mir manchmal zutraue. Das ist eine gute Eigenschaft. Kannst du dich an deine wildeste Aftershow-Party erinnern und was ist da passiert? Also meine wildeste Aftershow-Party, da habe ich mit Missy Elliott auf einer Box getanzt. Wirklich, beim Echo irgendwann mal vor vielen Jahren. Wie geil ist das bitte? Das war cool. Und Lenny Kravitz war auch dabei. Ja, natürlich. Und dann noch 1000 andere, die geil waren. Neid? Na gut. Bei was gibst du schnell auf? Bei Joggen. Wo wird man dich niemals treffen? Beim Joggen. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Hafermilch, also Cappuccino, Hafer. Eislatte. Oh mein Gott, liebe ich auch. Ja. Ja. Was kann dein Mann fürs Leben? Die Dinge im Griff behalten. Meiner ist leider schon weg, aber der kann das voll gut. Ja, ich liebe das, wenn Männer das können. Such dir einen Manager. Das ist ganz toll. Vielleicht soll ich das beruflich auch privat. Ohne Scheiß, das ist so eine Such gute Qualität, wenn ein Mann... Alles im dann Griff musst du dir echt einen suchen, der das so beruflich so macht. Das ist mega. Okay, dann Tipp von mir. Ich mir das zu Herzen. Wie kriegst du den Kopf frei? Nicht beim Joggen. Nicht beim Joggen, aber beim Spazieren. Ich gehe super, habe ich lieber in Hamburg um die Alster spazieren. Oh, das ist schön. In welchem Spiel bist du schwer zu schlagen? In so strategischen Spielen generell. Kenn ich. An was denkst du, wenn du Paris hörst? Wenn ich Paris höre, dann denke ich an Dates. Welchen Trend hast du leider mitgemacht? Karottenhose. Karottenhosen habe ich immer noch an. Ja, jetzt mag ich die auch, aber zu dem Zeitpunkt fand ich die eigentlich ziemlich uncool und dachte aber scheiß drauf, ich mach das jetzt mal. Ja, aber Karottenhosen sind doch voll nice. Ja, jetzt sind das ja so Mom-Jeans. Ja, eben. Und dann sind die schon wieder cooler. Ja, aber ich dachte, das ist was Schlimmeres. Gibt es kein Arschgeweih oder irgendwas? Nee. Was bei dir? Nein, Arschgeweih nicht, aber es ist ein Mops auf dem Rücken geworden. Such dir aus, was Schlimmeres. Was trinkst du im Fußballstadion? Bier. Ja. Was rettest du bei einem Hausbrand zuerst? Mein Personalausweis. Echt? Das ist aber schlau. Wer war der erste Promi, den du interviewt hast? Blümchen. Oh, ja, Blümchen war das. In meiner ersten Woche bei Interaktiv. And she's back und sie sieht einfach immer noch so aus wie aus der Zeitkapsel, oder? Sie ist wirklich super. Voll krass. Wen findest du übermenschlich sexy? Harry Styles.
Was? Ja, Megatyp. Wirklich? Und diesen Typen, der jetzt hier Elvis spielt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, ja, okay. Der ist auch sehr sexy. Aber Harry Styles ist schon der heißeste Typ, finde ich. Okay, das war's mit Speed-Dating. Oh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber On My Way ist ein Enthüllungsformat. Okay, geil. Bei dem man hinter dem Vorhang blickt. Oh. Und wir werden jetzt tatsächlich hinter deinen Vorhang hier gucken. Das ist nämlich ein Backdrop, den ich extra für dich anfertigen lassen habe. Wirklich? Die Bildbeschreibung, die lieferst du bitte. Darf ich auch hier absteigen? Nein, du bleibst oben. Okay. Warte. Ah, fahr, ah. Oh, wie cool. Was ist es? Ach, das ist cool. Das ist die Urne. Da unten steht auch Urne. Das ist mein alter Jugendclub. Also als ich ganz klein war, ein kleines Mädchen, so mit 13, 14 war ich da das erste Mal drin. Wie das mit Clouseau abgehangen? Mit Clouseau, genau. Voll krass. Ja, Clouseau ist ja einer meiner ältesten Freunde. Wir haben uns kennengelernt, da war ich so 13, er 14. Und ihr hat seid da wohl auch mit Nazis aneinander geraten. Ja, wie da waren immer, ja, ohne Scheiß, weil wir waren immer dort drin, wir haben da gebreakt und irgendwie abgehangen, was man halt so macht, so als Kids. Und da waren immer ganz viele Nazis dann irgendwann auch und die waren vorne in dem Raum und wir waren immer da hinten und irgendwann haben die uns da rausgekickt. Und dann, das war dann wie? Haben wir das Gefühl gehabt, vielleicht sagen wir jetzt nicht so viel. Okay. Nee, es war schon sehr, also es war schon eher brenzlig. Und ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Wir haben uns das auf jeden Fall wieder zurückerobert, das ganze Ding. Mit Clouseau. Mit Clouseau. Liebe Grüße. Grüße. Meine Liebe, meine Heimatstadt, Erfurt. Wir sind beide aus Erfurt. Du hast den Durchbruch dann früher als Clouseau geschafft? Ich war 2000 bei Viva und er hat auch schon zu der Zeit Musik gemacht, stand auch schon auf der Bühne. Aber stimmt, ich bin dann zu Viva, aber du war 18. Eine Sportassistentin werden. Ich wollte mal, also das war nicht, das Momentchen mal ganz kurz. Das ist wirklich zu viel des Guten. Auf gar keinen Fall wollte ich jemals Sportassistentin werden. Meine Mutti wollte das. Christel, auch an dich, liebe Grüße, liebe Mutti. und das war wirklich, hätte gar nicht, das wäre nicht das gewesen, was ich jemals gewollt hätte. Ich war einen Tag dort bei dieser Ausbildung, einen ganzen Tag. Und danach bin ich zurückgefahren und meinte zu meiner Mutti, hey, ich hab's gemacht, ich war da, ciao. Ich gehe da nie wieder hin. Ja. Respekt, bei mir war es wenigstens eine Probezeit. Ja? Hey, ein Tag, das war meine kürzeste Ausbildung meines Lebens, ein Tag dort. Und dann kam Viva. Ich bin neidisch, weil du hast die krasseste Zeit miterlebt, die ich absolut vergöttere. Du weißt ja, ich bin ja so Christina und Britney-Fan. Ja, stimmt. Und in deiner ersten Woche oder Monat, ich weiß gar nicht, in deiner ersten Viva-Woche, genau, hast du Lucky von Britney Spears, ist da einfach in die Charts eingestiegen. Stimmt, ja. Neben Blümchen war auf jeden Fall in meiner ersten Woche dort auch noch Lionel Richie zu Gast. Und ich dachte wirklich so, wo bin ich hier gelandet? Ey, mit 18. Das ist geil, oder? Wirklich, ich kam, daher, so aus dem Jugendclub, aus der Urne, Plattenbau, Erfurt und saß dann plötzlich mit Blümchen und Lionel Richie und war so, ich habe keine Ahnung, was mit meinem Leben hier gerade passiert ist, aber das war eine krasse Zeit. Verrückt, ja, total. Dann kam die Schauspielerei. Ja, aber also ich muss sagen, hallo, du hast eine Doppelhauptrolle in der eigenen Serie. Ja. Aber ich lasse das gerne unter den Tisch fallen. Ich meine, ich war ja auch mit dem Schauspieler lange liiert. Ja. Und da weiß ich auch, wie man das richtig macht. Mhm. Also wie man das macht, wenn man richtig viel Talent dafür hat. Und ich habe einfach das ein, zwei Mal ausprobiert, fand es ganz witzig, aber muss sagen, habe mich da nie so zu Hause gefühlt. Das war nicht so ganz meins. Dein erster deutscher Film war Die Bienen, tödliche Bedrohung. Yes. Und der letzte deutsche Film war Honig im Kopf. Stimmt, das lass ich mal so stehen. Passt doch alles zusammen. Aber hey, komm. Bei dem Film Bienen habe ich festgestellt, dass ich eine Bienengiftallergie habe. Also es hat auch was Gutes für sich gehabt, diese Schauspielkarriere. Ja, klar, sonst wär's ja nicht hier. Ja. Ja. Also ich fühle mich total wohl, wenn ich mich als Moderatorin und Journalistin bezeichne, weil das ist, was ich beides gelernt habe. Mhm. Und das mag ich am liebsten auch. Schöne Überleitung. Danke. 2012, ein Volontariat beim NDR. Stimmt. Um journalistisch tätig zu werden. Richtig. Hätte da nicht dein Name gereicht? Da haben die mich auch gefragt. Was war die Antwort? Für mich war es einfach wichtig, dass ich wirklich das kann, was ich da die ganze Zeit mache. Weil ich bin so ein bisschen so ein Typ, so ein Learning-by-Doing-Typ, habe aber auch oft das Gefühl, hoffentlich kommt niemals mir jemand auf die Schliche, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe von dem, was ich da eigentlich den ganzen Tag mache. Jetzt weißt du, wie sich meine ganze Karriere anfühlt. Fake until you make it. Ja, es ist genauso. Und ich denke immer so, irgendwann drehe ich mich um und dann steht einer direkt hinter mir und hat es gemerkt. So, ne? Oh, wow. Und deswegen hatte ich irgendwann das Gefühl so, boah, ich will es richtig lernen. Ich kann dich verstehen. Das ist ein bisschen was anderes. Aber man kann, glaube ich, trotzdem, du bist ja eine Boss-Bitch. Ja, weißt du, das stimmt.
Kommt es daher, dass deine Mama dich großgezogen hat und du keinen Papa hattest? Ja, auf jeden Fall. Wirklich komplett. Also ich bin so aufgewachsen mit so einem großen Vorbild mit meiner Mutti und mit meiner Schwester und meiner Omi. Und wir waren schon eine sehr krasse Frauengang so für uns. Ja. Und dadurch, dass ich ohne Vater groß geworden bin, nie einen Vater hatte und auch nie eine Vaterfigur in meinem Leben, wurde mir das einfach so deutlich vorgelebt. Und ich wusste irgendwie immer, dass wir Frauen das hinkriegen und schaffen, mit einem Partner, aber auch ohne einen Partner. Also mir war's, oder ist es auch wichtig, dass klar ist, es geht beides einfach. Ja. Würdest du das auch, weiß nicht, Tochter, Sohn mit auf den Weg geben? Ja, auf jeden Fall. Auch gerade dem Sohn. Ich kann schon nicht mehr. Kannst du schon nicht mehr? Wir fangen gerade erst an. Gleich okay. Los. Wir spielen gleich, was er macht. Cool. Weil ich bin ja quasi erst eine Öffentlichkeit bekannt geworden, als ich schon verlobt war tatsächlich, also fast verheiratet. Das heißt, ich kenne das gar nicht, wie es ist, wenn man datet und man ist in der Öffentlichkeit. Ja. Wie ist es als Frau in der Öffentlichkeit? Also um es auf hamburgerisch zu sagen, datest du oder anders, fischst du in bekannten Gewässern oder gehst du auch mal über den Fischmarkt? Daten ist sowieso, finde ich, das Schlimmste auf der Welt. Mhm. Also nichts ist doch so unwürdig. Und wenn man dann so merkt, die Leute beobachten einen im Restaurant oder tuscheln so, das ist dann, das wird dann halt noch ein bisschen unangenehmer. Oh, ich bin, wie gesagt, ich bin echt da voll raus. Ich weiß gar nicht, was ich mein letztes Date ich meine, hatte. Daten ist wirklich, ich hatte ja sehr lange Beziehungen, zwei Beziehungen sehr, sehr lang. Als ich das letzte Mal quasi davor gedatet habe, gab es nicht mal WLAN. Da gab es nicht mal 4G. Also von daher hatte ich gar keine Ahnung davon. Geil. Noch eine Community-Frage. Was ist dir wichtiger, dein Privatleben oder deine Karriere? Oh, mein Privatleben. Hm. Definitiv. Also daran arbeite ich auch definitiv härter und mehr. Okay, jetzt spielen wir, weil dir schon langweilig wird. Ich merke schon. Ja, ja, mir wird sehr, sehr langweilig. Wir spielen Face Swap. Schon mal was davon gehört? Ja. Die Promi-Kernschmelze quasi. Also es okay. Wird echt ein bisschen weird jetzt. Also wir haben so Mischlinge kreiert oder unsere Reaktion tatsächlich. Und da ich glaube, dass du wahrscheinlich schon jeden davon persönlich getroffen hast. Gedatet habe? Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Mann, war mir auch gar nicht so bekannt, dass du hier so ein Man-Eater bist. Was? Ich bin kein Man-Eater. Nein, bin ich nicht. Bin ich natürlich gar nicht. Nee, aber es wäre echt cool, wenn du schielen könntest bei dem Spiel, weil ich habe ja gar keine Chance sonst. Warum, ach so, warum macht das Gerät ich das gerade? Das ist Double Time und der Buzzer kommt jetzt zum Einsatz. Okay, wir buzzern, wenn wir wissen, welches genau, Gesicht da. Genau, und eine Geschichte kannst du auch gleich erzählen dazu. Ja, dann fangen wir jetzt an. Ah, Helene Fischer. Ja, Helene Fischer. Und? Oh, okay, da weiß ich gar nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt. Ist es der von Harry Potter? Von Harry Potter. Ja. Nee, ist nicht Ed Sheeran, glaube ich. Ist es Harry Potter? Ja. Ah ja, Helene Grind. Helene Grind, das war nicht schön, auf jeden Fall. gut, Helene. Ich liebe Helene Fischer. Du, glaube ich, auch, ne? Also, ich finde sie wirklich richtig cool. Ich durfte sie zweimal interviewen. Und man muss dazu sagen, sie gibt gar nicht so viele Interviews. Deswegen war mir, also wirklich, ich muss, wenn ich einmal sagen sollte, wo es bei wem es für mich eine richtige große Ehre war, die Person zu interviewen, dann Helene Fischer. Ja. Definitiv. Aber hallo, okay. Was wär's das? Ja, das ist natürlich Clouseau. Ah, also Thomas und Adele Hallasch. Nee, oh, Barbara Schöneberger. Sehr lustig, Barbara Schöneberger. Ja gut, Clouseau haben wir ja schon die Geschichte. Und Schöneberger, ist es so vorbildmäßig oder gar nicht cool? Also auf jeden Fall jemand, zu dem ich oft auch schon aufgeschaut habe. Also sie ist eine richtig tolle Moderatorin und ich wünschte, es gäbe mehr Platz für Frauen in der Moderation. Next one. Okay, das ist Gülcan. Gülcan und? Wer kennt das? Sieht aber wirklich schwierig aus. Mola! Gülcan und Mola. Ja, okay, Kollege, beides Kollegen. Beides Kollegen. Warte mal kurz, war beides Viva? Genau, beides Viva. Und Mola ist derjenige, als ich 18 war und gar nicht wusste, was ich mit meinem Leben jetzt nach dieser Sportassistenzgeschichte der was ich machen soll mit meinem Leben, war ich in so einem Kaufhaus mit einer Freundin, weil sie brauchte so ein Outfit für ihren ersten Arbeitstag als Versicherungsmaklerin oder so. Und ich habe ihr Outfits rausgesucht und währenddessen war ein Bildschirm und da lief Viva und Mola, der meinte, hey, wir suchen eine neue Kollegin. Nein. Wir wollen eine neue Moderatorin einstellen, bewerbt euch mal. Genau, dass du dadurch und deswegen habe ich das gemacht. Ach krass. Mhm. Okay, wow, das ist geil. Okay, next one. Das kannst du sagen. Ich würde sagen, möglicherweise Neymar. Ah. Und?
Aber wer ist das? Das ist die Bäcker, oder? Sie weiß ich nicht. Nee. Die Bäcker-Ding da, die... Lilly Becker. Oh, der höre ich voll ganz ehrlicherweise. Ja, meine liebe Redaktion. Weiß ich jetzt du nicht, darfst warum, Ihnen einen Mittelfinger zeigen. Ich weiß nicht, warum ihr euch das jetzt überlegt. Mach es, komm, ich schraube die aus, gar nicht. Ich schraube ihn die für meine Redaktion. Nein, einen Mittelfinger. Andersrum. Ja! Yeah! Nein. Hey, aber komm, sorry, wenn ich mich mal outen darf. Schnuckelig ist der ja schon. Face-Swap done. Cool. Nice. Puh, boah, jetzt ist es wieder warm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel gelaufen bin am Stück. Ich weiß, wie gesagt, ich hasse Laufbänder auch. So, ich weiß, dass du kochst gerne und auch mal schöne Weihnachtsmenüs aus dem Ärmel zauberst. Ich kann nur die Weihnachtsgans, den Rotkohl und die Thüringer Klöße und eine richtig gute Soße aus diesen Gänseknochen. Das kann ich. Nichts anderes boah, kann ich kochen. Ich hab so Bock auf Weihnachten gerade, Leute. Na naja, gut, du musst auch nicht weiterreden, denn wir haben jetzt das nächste Spiel. Ich brauche einfach eine Überleitung. Gut. Erfrischende Fragen heißt das Ganze. Hm. Ist nicht so geil wie eine Weihnachtsgans. Nee. Muss gar nicht um sagen. Es ist ich sehe, geil. Ich sehe, was auf uns zukommt. Kennst du so ein bisschen Never Have I Ever? Yes. Spiel? Genau, also, falls das nicht trifft, was hier gleich gesagt wird, müsstet ihr einen Shot kippen. Okay. Die sehen schön bunt aus. Wobei trinken klingt einfach so schön. Also, das klingt schon eine Eins. Wir würden sagen, runter damit. Ich habe mir noch nie heimlich Zutritt verschafft. Heimlich? Doch, habe ich schon noch ganz häufig. Bin ich da dann rein? Ich glaube, ich bin gar nicht reingekommen. Ich habe mir ja nicht verschafft, aber du hast mir verschafft. Na, dann war's also, ich trinke jetzt hier schon mal irgendwas Karottiges. Was ist es denn? Okay, runter damit. Was ist es denn? Ich hasse Sauerkraut. Keine Ahnung, was das war. Ich glaube Sauerkraut oder so. Ja, Sauerkraut. Aber eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so schlecht, wie es gerochen hat. Ich habe mir mal illegalen Zugriff verschafft auf ein Konzert von Herbert Grönemeyer. Oh. Ich glaube, ich war 15 oder 16. Und ich wollte unbedingt Herbert Grönemeyer sehen, der in Erfurt in der Messehalle gespielt hat. Hatte natürlich keine Tickets, hat auch gar kein Geld dafür, dahin zu gehen. War aber zu der Zeit, habe ich gekellnert bei so einem komischen Verein, der dort auch bei so Konzerten Leute beschäftigt hat. Also habe ich einfach meine Kellnersachen angezogen. Nein! Bin zum Personaleingang gegangen. Ich habe gesagt, so Leute, ich bin ein bisschen spät, aber ich muss schnell rein, sonst kriege ich Ärger mit dem Chef. Ja. Und ich habe einen Rucksack. Hast du das so getan? Pass auf, ich habe einen Rucksack dabei, habe mich auf dem Klo umgezogen. Nein! Wie klar ist das denn bitte? Herbert. Das war richtig gut, danke Herbert. Das war ein ganz tolles Konzert. Mega gut. Danke, 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 danke. Sehr gut. Next one. Ich habe noch nie bei einer Polizeikontrolle geflirtet. Ach komm. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Lass mal überlegen. Das mache ich bei jeder einzelnen Polizeikontrolle. Ich bin jetzt noch nicht so oft ehrlicherweise angehalten Wirklich? Worden. Wirklich? Nee, weißt du warum? Weil, und liebe Polizisten, schreibt euch das mal hinter die Ohren. Ihr müsst nicht immer denken, dass alle euch scheiße finden, weil es gibt Menschen, die finden euch nicht scheiße, so wie ich zum Beispiel. Aber wenn ihr schon so aggro zu mir reinglotzt, dann flirte ich auch nicht. Ja, dann Prost. Ich schon. So. Das war rote Beete-Saft. Also ich habe das schon gemacht, weil ich ein paar Mal irgendwo falsch abgebogen bin und naja, dies, das, da kam eins zum anderen und dann dachte ich, besser so als ein Punkt. Ich habe noch nie einen Schulverweis erhalten. Ein Schulverweis? Scheiße. Nee, also ganz oft Du hast keinen Schulverweis erhalten? Ein Schulverweis ist schon krass. Also schon so nachsitzen, so ja, aber Schulverweis. Ich wurde von der Schule geschmissen. Echt? Muss ich dann jetzt zwei oder drei davon trinken? Am besten die ganze Palette. Warum wurdest du von der Schule geschmissen? Echt jetzt? Also hast du ja wirklich, du durfst nicht mehr hin, nicht, nee, kein Gespräch nicht hin. Danach, andere Schule. Alter, das ist irgendwie scharf gewesen. Prickelt? Prickelt im Abgang? Im Abgang? Leichte Schärfe. Nee, aber tatsächlich unspektakulärer, als es sich anhört. Ich finde, das ist eine gute Headline. Ja, es ist ich dachte Clickbait. Gerade, das war einfach eine Clickbait-Headline. Aus der Erfurt Janine Plattenbau. Ich wollte auch mal ein bisschen clickbaiten. Nee, eigentlich war dahinter, da stand, dass es zu viele Schüler gab auf dieser, auf dieser Schule. Und ich wurde da weggelost. Die haben mich da rausgemobbt. Weggelost? Ich wurde rausgelost aus der Schule. Wie scheiße ist das denn? Muss ich von der Schule. Ich wurde wirklich von der Schule geworfen. Ich habe noch nie etwas in meiner Handtasche verschimmeln lassen. Ja gut, schimmeln ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vergammeln auf jeden Fall. Du hast doch mal eine Banane vergessen. Ja, habe ich. Ja, klar, aber ich kann nicht immer trinken. Doch, das machen alle hier. Ich muss auch noch, glaub mir. Da war auch wohl meine Banane dazwischen. Oh, scheiße. Der ist richtig. Was war das? Bei mir war es dieses rote Beete-Ding, da war aber irgendwas anderes noch drin. Außer das ist irgendwas so. Schmeckt so nach irgendeinem Fruchtgummi.
Gummi, aber auch sehr scharf. So ein sehr scharfen... Chantal ist doch Tabasco ausgerutscht. Ey, weißt du, dass mir gerade alles egal ist? Hauptsache, das bleibt hier so langsam. Ich trinke von mir aus noch 100 von den Dingern. Okay, ja, dann lass uns mal durchziehen und dann kommen wir zum Ende. Ich habe mir noch nie ein Foto von meinem Crush an die Wand gebinnt. An die Wand gebinnt von meinem Crush? Nee, ich nicht. Also mein... ich habe an meiner Wand hatte ich TLC und Pamela Anderson. Bei mir waren es Britney Spears und Christina Aguilera. Von dem her, no. No. Ich habe noch nie auf einer Party Streit angefangen. Oh, auf jeden Fall. Ich bin die Größte. Natürlich. Oh, sogar Prügeleien und alles. Cheers. Meine Ghetto-Braut. Bist du so eine, die trinkt und trinkt und trinkt und immer aggressiver wird und dann voll auf die Fresse hauen kann? Nee. Also wenn du jemandem auf die Fresse hauen würdest, so eine drauf. Dann würde ich dahinter stehen und sagen, los! Nein, aber ich würde auf jeden Fall... Ich bin so jemand, ich trinke, trinke, trinke und dann habe ich so voll Bock, mal ein Glas runter zu schmeißen, einfach so. Weil ich das dann witzig finde in dem Moment. Geil und... Ja, weil, aber aus so der Lust heraus, anscheinend gibt es eine kleine Art von Zerstörungswut in mir. Krass, danke, geil, dann muss ich cool. Den Sauerkrautsaft nicht mehr trinken, das ist gut, nimm den gerne Dankeschön. Mit. Nimm das mit und trink's doch einfach mal selber. Ja, genau. Janine, ich hätte hier noch was. Ich glaube, die überleben das doch so, glaube ich. So, jetzt kommt nämlich der Schlusssprint. Oh! Wir lassen den Besuch immer jetzt, am nachdem Ende man auslaufen. Die ganzen Drinks hatte. Ja, das wird richtig schön durchgeschüttet. Das ist der Eimer. Ich will nur anmerken, dass... Ja. Scheiße, jetzt muss man wirklich... Jetzt muss man sprinten! Also pass auf, ich will anmerken, dass mit Karten in der Hand das wirklich wie so ein Moderatoren-Bootcamp ist. Also Gott. Ganz viel Flex für mich, bitte. Ich finde Joggen schon das Schlimmste daran. Was ist denn heute los? Ich muss nur aufstoßen. Hamburg oder Erfurt? Was? Hamburg oder Erfurt? Erfurt immer im Herzen. Bist immer, du kitschig? Ja. Schwansee oder alle meine Entchen? Schwansee. Hast du eine gute Menschenkenntnis? Sehr. Ja. Single oder Beziehung? Ach, Mann, steht hier. Ja, mal so, mal so. Okay, kannst du irgendwann parodieren? Was? Kannst du irgendwen parodieren? Wen? Nee, ich glaube leider nein. Wen? Du? Danke, Bochum. So, danke. Siehst du? Nee, keine Ahnung, kann ich noch nicht mal. Oh mein Gott, ey. Prima Ballerina oder Let's Dance Sieg? Let's Dance Sieg. Kennst du einen guten Flachwitz? Ja, was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Das ist ganz gut, oder? Oh mein Gott, ist das schlecht! Icaro! Oh. Okay, Klaas Icaro, oder Joko? Joko. Schon mal wen gehostet, ja? Gehostet? Ja. Das war meine Antwort. Warte ja, habe ich schon leider. Schon mal jemand gehostet? Richtig scheiße von mir, aber habe ich schon mal gemacht, ja. Was ist denn gehostet? Geghostet? Ach, geghostet! Ja, aber ich entschuldige mich dafür. Echt? Nachträglich. Okay, dann kannst du in die Kamera machen. Ich habe mich auch bei diesem... Mann, entschuldigt schon. Weil ich finde, Ghosten ist richtig scheiße. Wen hast du denn geghostet? Das können wir jetzt nicht sagen. Okay, sorry, sag mir davon. Zucker oder Zero? Zucker. Bist du technisch? Nein. Wer ist jetzt? Gabel oder Stäbchen? Gabel, Hände eigentlich, Hände. Gefallen dir Brusthaare? Ja. Wie Bitcoin oder Bitcoin. ETFs? ETFs. Oh Gott. ETFs. Okay. Wie lange noch? Lotta oder Alex? Die Mischung. Oh, gefallen die dir eine ist zu langweilig, die andere ist zu hart. Gefallen dir immer noch immer Brusthaare? Noch. Ja, die gefallen mir immer noch. Stopp! Um Himmels Willen, bitte. Oh. Erlöst uns. Scheiße, Mann. Oh. Okay. Hey, das wird immer schlimmer mit den Karten und dem Rennen. Oh. Was soll ich sagen? Du hast es geschafft. Ich bin so froh. Also. Das geht rein hinten, gell? Du bist hier dabei, ganz live, wie ich das allerletzte Mal in meinem Leben auf einem Laufband stehe. Wirklich? Ist hier live dabei, ich schwör's dir. Schlag ein, lass mich nicht Applaus! Hängen. Applaus! Lass mich nicht hängen. Oh! Danke dir. Oh, ich hab dich lieb, was soll ich sagen? Eine der wenigen Frauen, die ich wirklich sehr bewundere. Oh, danke. Mach dein Ding so weiter. Kann ich nur so genauso sagen. Du bist die einzige Frau, wegen der ich jemals auf dem Laufband gehen würde. Wirklich. Liebe. Okay, ich merke schon, ich habe wieder richtig dollen Muskelkater morgen. Aber es war wieder eine wundervolle Folge Laufbrandtalk. Und wenn ihr von meinem Gequassel nicht genug habt oder bekommt, dann könnt ihr jetzt auf dieses kleine i drücken. Da gibt es nämlich eine wundervolle Doku über mich. My Time is Now in der Mediathek. Unbedingt anschauen, lohnt sich. So, bis zum nächsten Mal. Ich will nicht auf einmal Pop machen und cool sein, sondern ich will machen, was ich will. Ich will Musik machen, die ich spüre und fühle. Ich schlafe schon in der Business Class. Mach kein Auge zu mit dir, weil
war wirklich ein Befreiungsschlag, weil man auf einmal gemerkt hat, hey, man kann halt doch auch echt sein.